Seien die Ziffern A, B, C verschieden von 0? Wie viel beträgt die Summe A plus B plus C dieser Ziffern, wenn sie die hier unten genannte Addition bewahrheiten, wobei BC eine zweistellige Zahl und ABC eine dreistellige Zahl darstellt? Beginnen wir mit C. Wir sehen durch diese Addition, dass C plus C plus C auf 6 enden muss, also 3 mal C muss auf 6 enden. Die Möglichkeiten für C sind 1, 2, 3 und so weiter bis 9. Wenn C 1 ist, dann endet 3 mal C auf 3 und nicht auf 6, also wird die 1 ausgeschlossen. Wenn C 2 ist, dann endet 3 mal C effektiv auf 6, also die 2 ist eine Möglichkeit für C. Wenn C 3 ist, dann endet 3 mal C auf 9 und nicht auf 6, deshalb wird die 3 ausgeschlossen. Wenn C 4 ist, dann endet 3 mal C auf 2 und nicht auf 6, also wird die 4 ausgeschlossen. Und die 5 nächsten Ziffern sind aus demselben Grund ausgeschlossen, woraus wir schließen, dass C gleich 2 sein muss. Jetzt schauen wir für B. Aber zuerst betrachten wir die Addition in dieser C-Spalte. 2 plus 2 plus 2, das macht 6. Und hier wird keine Zehnerziffer in diese B-Spalte übertragen. Also gilt für B, B plus B plus B endet auf 7, also 3 mal B endet auf 7. Die Möglichkeiten für B sind die Ziffern von 1 bis 9. Wenn B 1 ist, dann endet 3 mal B auf 3 und nicht auf 7, also ist die 1 ausgeschlossen. Wenn B 2 ist, dann endet 3 mal B auf 6 und nicht auf 7, deshalb ist die 2 ausgeschlossen. Bei B gleich 3 endet 3 mal B auf 9 und nicht auf 7, deshalb ist die 3 ausgeschlossen. Die 5 nächsten Ziffern sind aus demselben Grund ausgeschlossen. Und wenn B 9 ist, dann endet 3 mal B, das heißt 27, auf 7. Demzufolge muss B gleich 9 sein. So, jetzt schauen wir in der Addition. B plus B plus B macht 27. Das heißt, bei dieser Addition wird die Zehnerziffer 2 auf die A-Spalte übertragen. Jetzt schauen wir für A. 2 plus A plus A macht 8. Also 2 plus 2 mal A, das macht 8. Daraus schließen wir, dass A 3 sein muss. Wir kennen jetzt die Werte von A, B und C und können diese dementsprechend addieren. 3 plus 9 plus 2, das macht 14. Demzufolge ist die Endantwort auf die gestellte Frage 14.